So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Chimeras, die Vorzeichen der Profilierung oder so ähnlich. Ich hatte euch das letzte Mal zurückgelassen mit einem übelsten Cliffhanger, denn wir wollten ja in diesem großen Leuchtturm nach unten fahren, nachdem wir dieses tolle Zahnrad- und Sternenrätsel gelöst hatten. Fahren wir jetzt nach unten unter den Leuchtturm. Nein! Rette den Wanderer! Da konnten wir natürlich auch nicht früher drauf kommen, dass der hier ein sehr gefährlicher Zeitgenosse ist. Und natürlich hat er uns noch nicht bemerkt. Es hat die Form einer Polizeidienstmarke dabei bemerkt. So, jetzt ganz leise. Oder auch nicht. So, hier, da können wir nichts drin richten. So, Chamäleonobjekt. Der Arme, ich muss Wolfgang von ihm fernhalten. Er wird nicht zulassen, dass ich mit dem Wanderer spreche. Ich muss ihn ablenken. Hoppla. So. Und wie? Ja, Polizeidienstmarke, super. Da ramentern wir direkt neben dem rum und der bemerkt das nicht. Toll. Was haben wir hier denn? So. Was? Hä? Was? Was hier denn los? Schnell weg! Weil die Scheibe wurde... Ach doch, da oben wurde sie eingeschlagen. Das ist meine Chance, mich umzusehen. Eine Jacke, eine Karte, eine Tarotkarte, 10 von 14. Nun ist die Legende gelebt und vorbei. Die Geschehnisse des Wanderers wurden gelüftet. Er hat uns geheilt, was er unweilig zerstörte. Die Welt ist noch nicht bereit für ihn, also zieht er seine Wege. Was? Oh, Wanderer. 5 Sterne. Ich muss die Energie einfangen, wenn ich den Wanderer retten will. Was denn für Energie? Willst du mich... was denn? Ich brauche ein wenig Magie. Was? Walter sagt, dass ich seine Energie mit einer speziellen Linse in einen Kristall wenden kann. Den hatten wir doch schon mal, oder nicht? Oh, Magie, was denn für Magie? Ich habe keinen Brief von Hogwarts bekommen, was soll ich denn hier machen? Das ist mit einem Monogramm verziert. Ja, leck mich, was hier? Ist da Magie drin in dem Kästchen? Hier, super, hey, toll. Sag, das geht mir jetzt viel zu langsam voran. So, hier, Polizeiwache. Gib mal her. Warum, den hätten wir auch vorher fragen können? The Wanderer is out of control. The whole city is in danger. Wolfgang doesn't realize what he's doing. He wants revenge against me for being a bad father. The Wanderer is innocent. Der Wanderer hat die Kontrolle verloren. Die ganze Stadt schwebt in Gefahr. Wolfgang weiß nicht, was er tut. Er will sich dafür rächen, dass ich ein schlechter Vater war. Deshalb rächt er sich ja auch an dem anderen und nicht an mir. Aber den Wanderer trifft keine We need to find the Keeper's Sphere to help the Wanderer learn to control his power. Wir müssen das Amulett der Hüter finden, damit der Wanderer lernt, seine Macht zu kontrollieren. Years ago, my grandfather's grandfather gave him the Keeper's Sphere, which uses crystals to control supernatural energy. Vor langer Zeit gab Karl Marx ihm das Amulett der Hüter, welches mit Hilfe von Kristallen übernatürliche Energie kontrolliert. In turn, my grandfather gave me the lens of elements. Später It can transform power into crystals.
Später gab mein Großvater ihm die Linse der Elemente. Sie kann Energie in Kristalle verwandeln. You must find both artifacts. The fate of the city depends on it. Sie müssen beide Artefakte finden. Das Schicksal der Stadt hängt davon ab. Thank you, Detective. I'll try to convince Wolfgang that the Wanderer isn't a threat to us. This will buy us some time. Da hättest du vielleicht 20 Jahre zu Zeit gehabt. Und jetzt, wo der bewaffnet durch München läuft, ins nächste Einkaufszentrum, da machst du hier deinen Scheiß? Entschuldigung, das tut mir echt leid. Danke, Detective. Ich werde versuchen, Wolfgang davon zu überzeugen, dass der Wanderer keine Gefahr darstellt. Das sollte uns ein wenig Hurry. Zeit verschaffen. Assemble the sphere. Setzen Sie so schnell wie möglich das Amulett zusammen. Tschüss, ich gehe mal. Finde den Wanderer, der ist doch im Leuchtturm. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen aggressiv hier, dieses Spiel. Nee, hier wollte ich ja gar nicht hin. Wie komme ich denn zum Leuchtturm? Hier. Ist der jetzt weg oder was? Der ist doch hier. But he's a threat to Munich. Ach so, jetzt bin ich da. He hasn't done anything wrong. You're in no position to talk about right and wrong, Father. Ich muss erst die Energie einfangen. Hier. Was ist das? Was haben wir jetzt? Ein uraltes Buch. Jetzt geben wir das auch, dass der die Beweise wieder unterschlagen kann. He hasn't done anything wrong. You're in no position to talk about right and wrong, Father. Magie. Und dass draußen meine bescheuerten Nachbarn gerade Schlagerparty machen und zum fünften Mal, was heißt zum 15. Mal das gleiche Lied hintereinander spielen, regt mich nicht gerade ab. So, was haben wir hier? Muss das Buch hier eingesetzt werden oder was? Gut, dass uns das gesagt wurde. Gut, dass der gesagt hat, ja, leg das Buch in den Ruinen, in die blöde Holzkiste da. Info. Finde Paare, um das Buch zu öffnen. Ich sag nichts mehr, Was zum Teufel ist das denn für ein Spiel? Ah, oh, hier, jetzt haben wir so eine lustige Schatztruhe. Linse der Elemente. What are you doing? He hasn't done anything wrong. You're in no position to talk about right and wrong, Father. Hier gehören die Kristalle hinein. So. Linse, da ist schon wieder diese Linse. So, jetzt haben wir ein Loch in Leuchtturm gebracht. Nee, doch nicht. 1 von 6. So. Da ist das nächste. Hallo. Ist hier auch eins? Da ist auch eins. Hätte sie auch gelangt, wenn es 3 oder gar keins wäre? So, her damit. Da, so. Ist ja auch eins. 2 fehlen noch. Ich glaube nicht. Der gammelt da noch fröhlich rum. Aber die können doch nicht in den Häusern drin sein, oder doch? Museum.
Polizeiwache? Ist hier das drin oder was? Uhrenturm. Karte. Uhrturm. Ach da. Entschuldigung. Ich bin jetzt gerade ein bisschen angefressen. Ah. Ich lasse mich da auch viel zu sehr ein auf das Spiel. So, und wo noch? In der Kirche, natürlich. So, hier. So, bitteschön. Natürlich weiß der auch, wie die da reingehören. So, jetzt haben wir hier einen lustigen Adventskranz oder was das ist. Natürlich, das ist das aufgeladene Amulett der Ordnung. Können wir das hier mal einsetzen? Das sieht ja furchtbar hier aus. So, runter. What are you doing? Hier. He hasn't done any. Nein, nein. What's happening to him? His mind and body are in conflict, but I believe he can control himself. Incredible! Thank you for believing in me. I feel like I can control my power now, and I used it to restore the city. I know this isn't the right place for me. I'm too different. But I'll be back if my help is needed again. Goodbye. So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Chimeras, die Vorzeichen der Prophezeiung. Jetzt kann ich es hier endlich mal ablesen. ich möchte mich gleich entschuldigen für die letzte Aufnahme, wo ich ganz groß unten rechts noch größer als ihr sonst ertragen könnt zu sehen war und alles vom Bildschirm für mich eingenommen habe und das außerdem überhaupt nicht geschnitten war, so richtig und alles. Aber das lag daran, dass ich schon wieder freundlich dazu, ich stelle gerade den Timer nebenbei, aber ich kann trotzdem weiterreden, darauf hingewiesen wurde, dass mein Speicher schon wieder voll ist. Ja, und jetzt habe ich den Timer gestellt. Und da ist die Aufnahme abgebrochen. Und ich musste das dann schnell exportieren, dass ich diese große Aufnahmedatei löschen konnte. Und hatte dann vergessen, noch die Kamera und alles einzurichten, wie es sich gehört. Und ja, aber wir... Da will ich gar nicht weiter von sprechen, denn wir wollen den Bonusinhalt spielen von Chimeras. Und ehe ich jetzt noch lange rede, drücke ich jetzt hier das Bonuskapitel mit der alten Frau hier spielen. Und ja, ich würde sagen, los geht's, ohne lange Worte. Machen wir das einfach, gell? Detective, Wolfgang Lamont is looking everywhere for you. You can find him near his apartment. Please hurry. So, so, Wolfgang das Lehmann-Herrenhaus, da geht's ja gleich wieder los. Oh, der feine Polizist mit der großen Waffe wohnt natürlich im Herrenhaus. Ih, eine Puppe. Das sollten zwei sein. War ja klar, dass ich nicht genug Geld habe. Aber wäre ich doch besser mal bei der Münchner Polizei. Dann hätte ich ein Herrenhaus. Wie Wolfgang Lehmann. Momentan hat diese Karre nur wenig Schub. Frisches Obst, wenn ich doch nur etwas hätte, um es mitzunehmen. Haben wir irgendwas? Ein Besen, kehr das mal da raus.
Ich dachte schon, das wäre jetzt ein Wimmelbild. Aha, ich frage mich, sind wir denn genau... Wow, Augen! Sind wir denn genau nach den Geschehnissen vom Hauptspiel jetzt? Sieh mich nicht so an. Das frage ich mich. Und das hier, ist das hier der Platz? Oh, ein Chamäleon-Objekt, das wusste ich. Doch, hier stand doch die Kutsche beim letzten Mal, oder? Wenn ich nur etwas hätte, um es mitzunehmen. Ein Knopf. Spinnenweben. Ein Besen. Kehr das mal weg. Eine Puppe, eine Kerze. Wunderbar. Hier mal rein damit. Und wir kriegen eine Haarnadel, natürlich. Damit können wir jetzt das hier knacken. Das kommt nicht dahin, ne. Die Kerze müssen wir wahrscheinlich erst anzünden. Hier liegt doch ein Rad für die Schubkarre. Meine Güte. Geht gleich wieder los. Können wir das damit knacken? Natürlich nicht. Hier kann man Obst gegen Bargeld eintauschen? Was? Nimm dir doch einfach Obst! Wenn ich nur was hätte, um es mitzunehmen. Ja, aber für eine Leiter, einen Besen, einen Knopf, eine Kerze und eine Haarnadel habe ich Platz. Ah nee, das müssen wir erst anzünden. Ich muss wohl einbrechen? Natürlich. Das ist richtig motivierend. Man macht die Türe auf und gleich eine neue Türe. Etwas in dieser Form sollte den Schrank öffnen. Machen wir erstmal das Kerzlein an. So richtig retro. Mit der Seite, die nicht anzündet, zünden wir das Streichholz an. Katzen. Wir können wieder vor die Kneipe. Nein, er schon wieder. Walters Haus liegt weiter hinten. Ich sollte schnell dorthin gehen. Was ist das? Schraubenziehergriff und ein versteinerter Hund. Super. Vielleicht ist er bestechlich. Wir haben aber nicht zum Stechen da. Ey. Come on, let's play. Wie wär's mit einem Spielchen? Komm, ja. Komm los. Come on, let's play. Come on, let's play. Come on, let's play. Wunder, ernsthaft? Verschiedene Sprachsamples aufgenommen? Come on, let's play. 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 Super. Ach so. Hier könnte ich etwas Nützliches zu finden sein? Im Bach? Kehr das doch mit dem Besen dahin. Der Griff fehlt, den haben wir hier. Schraubenzieher. Come on, let's play. Nee. Super. Bestechlich, jetzt haben wir was zum... Nein. Nein. Ich mag doch Hunde. Schraubenzieher. Die Glocke ist verschwunden. Können wir das nicht aufhebeln? Come on, let's play. Müssen wir ihm denn da erst Münzen geben oder was? Bestechlich. Hier, hast du eine Mark. Oder hier, hast du eine Scheibe.
Hier, bestechlich. Hier, Besen auspeitschen. Come on, let's play. Ja, Mann! Natürlich. Ein bestimmtes Werkzeug für die Schrauben. Natürlich. Die Paneele fehlt. Ich weiß natürlich, was eine Paneele ist. Und ja, ich möchte auch mal, aber auch von euch wissen, ob ihr auch so gebildet seid und wisst, was eine Paneele ist. Dann möchte ich gerne mal, dass ihr das in die Kommentare schreibt. Ein Korb. Hier, nimm den großen Kürbis. Eine Ananas. Eine Limette. Nein. Was ist das hier? Eine Limette. Bananen. Ein grüner Apfel. Eine Zitrone. Ist das eine Zitrone? Nein, hier ist die Zitrone. Eine Birne. Ein Kürbis. Himbeeren. Lecker. Weintrauben. Die roten. Eine Pflaume. Kirschen. Nee, das sind Johannisbeeren. Hier sind Kirschen. Erdbeeren. Ein roter Apfel. Boah, scheiße, jetzt Obst. Das wär's. Obstkorb. Super. Wir haben einen Obstkorb. Du hättest auch den Kürbis nehmen können. Dafür hättest du bestimmt genauso viel Geld gekriegt. Eine Münze. Ach so, wir müssen das. Natürlich. Weil da gewinnen wir ja gewiss auch bei dem alten Meister hier. Hier. Okay, let's try. Wo mag das wohl sein? Hier drunter. Konzentration. Diese Musik. And now? Gewonnen! Wow! Und wir kriegen 5 Münzen. Jetzt sagt er nicht mehr, come on, let's play. Jetzt ist er pleite und muss wieder betteln gehen. So, hier. Das ist. Da war so ein super Braten vorne drauf. Und was kriegen wir? So ein altes Stück Gammelfleisch. So funktioniert die Werbung. Hoch und so funktioniert zurückgehen. So hier und friss das und spring ins Meer. Hier könnte ich etwas Nützliches finden. Ja, hol dir das doch. Da sind wir also. Was ist das? Der Tatort eines Mordes? Der hat jetzt seinen Vater noch umgebracht, wa? Oder? I'm afraid I have sad news, Detective. My father, Walter, was murdered. Ja, von wem wohl? Von wem mag das wohl passiert sein? Whatever he may have Vom done Gartenzwerg. In his life, he didn't deserve to die like this. Nee, aber der Wanderer, der hat das verdient, ne? Der hat's verdient, weil der war so, hatte so komische Sachen an und kam aus so einem komischen Land. Das war nicht so einer wie von uns, der... Ich meine, hier mein Vater, mein original Münchner Vater, der hat es nicht verdient zu sterben. Aber dieser komische Typ aus diesem komischen Land, der hat auch so komisch gesprochen. Ja, der ist ja nicht so gut wie ich, der gute deutsche Polizist. There's a witness near the tavern. Please talk to him and try to find the murderer. Es gibt Zeugen bei der Kneipe. Bitte sprechen Sie mit ihm und finden Sie den Mörder. Hier, eine Holzplanke für Sie.
Familienobjekt. Kitty, ich hasse Spinnenweben. Ja, erst markieren. Ja, Krabbelgetier. Noch eine Holzplanke. Ach, ein Paneel, natürlich. Tarotkarte, 11 von 13. Moment, was? Hier. Der Gefangene wurde ermordet. Er war einer der Erwählten. Nun liegt sein Körper reglos da, von Gift getötet. Der kaltblütige Mörder ließ ihm keine Chance. Seine Ruchlosigkeit jagt allen Menschen Schauer über den Rücken. Super. Hier fehlt eine Brieftaube, eine hübsche Brieftaube dabei noch. Und jetzt steht er da so. Ja, wer ist denn hier der Polizist? Hä? Der kann gar nichts. Dort kann ich nicht einfach hineingreifen. Können wir das damit lockern? Nein, natürlich nicht. Das wär ja Irrsinn. Hier, was weißt du? Ey, du bist doch der Zeuge, oder nicht? Oder ist der Hund möglicherweise der Zeuge? Sprich mit dem Zeugen. Hier, Kneipe, hallo. Brett vom Kopf. Da ist die Glocke. Wo kam denn jetzt das Paneel hin? Ach da. Jetzt sag nicht, dass der im Schrank sitzt, der Zeuge. Dann... Ah. Was? Kescher. Oder in der Kiste sitzt der Zeuge. So ein Zwergzeuge ist das. Oh, ein Wimmelbildspiel. Mit dabei sind ein Kompass, ein Schiff und ein Papagei. Der Frosch mich. Ein Papagei, ein Schiff, ein Piratenhut tatsächlich. Ja, ein Springer, eine Sanduhr, das Dings da, eine Kanone, eine Pistole, ein Kraken, eine Muschel, eine Pfeife. Totenkopf? Nee. Da ist der Kompass, da ist die Muschel, da ist die Pfeife und die Kanone ist dort und schon haben wir es. Muschel. Aufbrechen. Ist da der Zeuge drin? Ja. Können wir den nicht bestechen mit der Perle? Das ist doch der Zeuge, oder nicht? Mann! Ach, das ist der Zeuge, oder was? Was? Feder! Hier! Wie bin ich da eigentlich hingekommen? Komme ich da überhaupt jetzt noch hin? Konnte man da vorher hinkommen? Feder, hey, super. Eine Axt. Werkzeugsymbol. Ich bin so verwirrt gerade. Hey, ein Werkzeugsymbol, hey, super. Nee. Da brauchen wir den Schubkarren. Ja, Werkzeugsymbol. Der hat doch so ein Faible für Werkzeugfiguren, oder? Der rostige Griff ist nutzlos. Ah. Natürlich. Bitteschön. Magic. Eine Pfeile. Mit der Pfeile sägen wir das jetzt durch. Nicht? Nee, was wollten wir durchsägen? Das hier, ne? Das hier?
Oh Gott, wollte ich doch. So. Damit haben wir jetzt eine Metallstange. Damit können wir doch gewiss. Oder. Nein. Oder. Die Tür aufbrechen. Irgendwas mit einer Metallstange lässt sich einiges machen. Schubkarren. Hä? Schön viele Schlüssel, super. Das Effektivste wäre auch das hier, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Denn das ist hoppla. Kommen wir damit an das Rad? Natürlich. So, jetzt können wir aber endlich die Schubkarre uns zu eigen machen. Denn das Rad hätten wir nicht nehmen können. Ach, wir brauchen die Schubkarre auch gar nicht. Ein billiges Amulett? Oh, ein total billiges Amulett, ne? Ne, das hat hier eigentlich in München, hat das überhaupt nichts verloren. Wir haben nur richtig gute Amulette. Also so ein Billig-Amulett. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, wo das hinkommt. Scheiße. Entschuldigung. Der rostige Griff ist nutzlos. Hier kam das hin. Nee. Nee, wo denn? Und wer ist der Zeuge? Hier, billiges Amulett. Viel Spaß. Dafür die Glocke, ne? Ach du, immer da, wo man als letztes sucht. So, Öl.